Ja, hallo, mein Name ist Hans-Ulrich Treichel. Ich bin ein Berliner Autor, das heißt, ich lebe in Berlin und schon sehr lange Zeit. Ich bin hierher gegangen in den 70er Jahren, um zu studieren, Germanistik zu studieren und habe dann aber auch neben dem Germanistikstudium angefangen zu schreiben. Ich schreibe Romane, Gedichte, Essays, Opernlibretti und natürlich manchmal auch literaturwissenschaftliche Aufsätze. Und lebe hier immer noch, bin aber seit 1995 lebe ich auch in Leipzig, wo ich am Deutschen Literaturinstitut an der Universität Leipzig unterrichte. Es gibt so ein Wort in Deutschland, da spricht man vom gelernten Berliner. Und ich bin so etwas wie ein gelernter Berliner. Sehr viele Menschen in Berlin, die hier leben, sind eigentlich keine gebürtigen Berliner, sondern irgendwann hierher gekommen zum Studieren oder weil sie aus Westdeutschland weggehen wollten. Und zu diesen gelernten Berlinern zähle ich auch. Als ich hierher kam, war ja die Stadt geteilt und man bekam einen provisorischen Westberliner Ausweis. Und in gewisser Weise war das Dasein als Berliner für mich immer so etwas wie ein Provisorium, aber gerade deshalb war es auch interessant. Mein Roman Grunewaldsee spielt in Berlin, erzählt die Geschichte von Paul, einem jungen Mann, der Geschichte studiert und Lehrer werden möchte, der in Kreuzberg lebt und dann nach Spanien geht, bevor er sein Referendariat machen kann und dort Deutsch unterrichtet, dort eine junge Frau kennenlernt, sich verliebt und dann letztlich wieder zurückgeht nach Berlin. Er hat ein großes Interesse an der Pfaueninsel, an der Berliner Geschichte. Das möchte er auch zu seinem Thema seines zweiten Examens machen. Und insofern ist er auch ein bisschen ein Geschichtsforscher, der eben diesen speziellen Teil von Berlin für sich auch ein bisschen erforscht und sich darum kümmert. Die Pfaueninsel ist ja in der Tat eine Besonderheit. Es ist eine kleine, sehr idyllische Insel in der Nähe des im Süden von Berlin, in der Nähe des Grunewaldsees, nicht allzu weit entfernt. Und es ist ein bisschen so etwas wie eine südliche Utopie, die er dort vorfindet und die ihn auch immer fasziniert hat. Und der Roman lebt ein bisschen aus der Spannung, jetzt rein topografisch gesehen, von Kreuzberg einerseits und diesem südlichen utopischen Kunstwerk namens Pfaueninsel andererseits. Ja, er lebt dort natürlich auch, weil ich selbst auch dort gelebt habe. Ich habe viele Jahre in Kreuzberg gelebt. Nicht nur, ich habe in vielen Vierteln von Berlin gelebt, aber Kreuzberg hat ja ein bisschen so den Mythos eines alternativen, besonders lebendigen Stadtteils, aber diesen Mythos, den reproduziere ich jetzt in dem Roman nicht unbedingt, sondern ich versuche ein bisschen das Alltagsleben eines jüngeren Menschen in Kreuzberg zu schildern. Und es ist längst nicht so farbig und bunt, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber es ist eben eine vielleicht auch typische Lebenssituation für jemanden, der aus Westdeutschland hier nach Berlin kommt, um zu studieren. Dort sind die Wohnungen billiger und die Lebensverhältnisse waren finanzierbarer als in anderen Stadtteilen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum er in Kreuzberg lebt, wie viele Studenten. Und eine Besonderheit ist eben gewesen, dass es in der Zeit der Teilung der Stadt auch immer in der Nähe der Mauer war. Kreuzberg war also ein bisschen auch sozusagen das Ende von Berlin. Und hat einen besonders stark natürlich die historische Situation auch als städtischer Ort widergespiegelt, in der Berlin damals war. Also das ist immer nicht ganz einfach für einen Autor, komische Effekte des eigenen Schreibens zu erklären. Ich bin ja kein Autor, der die Intention hat, jetzt komisch zu sein. Aber es gibt natürlich komische Wirkungen in dem Buch und komische Effekte.
Und das liegt vielleicht daran, dass die Geschichte natürlich jetzt keine Geschichte ist eines souveränen Helden, der alle Probleme bewältigt und alle seine Leidenschaften befriedigt, sondern es ist ein Mensch auf der Suche, ein Mensch, der Fehler macht, ein Mensch, der ins Fettnäpfchen tritt. Und ich denke, dass diese Fallhöhe, die manchmal entsteht zwischen den Wünschen, die der Held des Romans hat, und den Momenten der Realisierung, die dann oft ganz anders aussehen, dass das oft komische Effekte ergibt. Like Flaubert, wie Flaubert, das weiß ich vielleicht nicht, aber es geht schon immer um eine Erziehung des Herzens, eine Erziehung der Gefühle, das glaube ich schon. Aber ich glaube, das ganze Leben ist eine Education sentimentale. Das ist natürlich in jüngeren Jahren vielleicht dramatischer, schwieriger, aber ich habe, glaube ich, noch in vielen meiner Bücher geht es oft darum natürlich, welche Sehnsüchte hat man, welche Liebesbeziehungen geht man ein, wie bewältigt man Konflikte in Liebesbeziehungen, und wobei sich eben diese Erziehung des Herzens nicht nur konzentriert auf Liebesbeziehungen, sondern auch auf das Verhältnis zur Welt. Welches Weltverhältnis habe ich? Wie werde ich heimisch in dieser Welt? Also ich glaube, dass es immer eigentlich auch um diese spezielle Education sentimentale geht. Ja, ich glaube, die Pfaueninsel ist einer der schönsten Orte in Berlin. Es ist von den preußischen Aristokraten gebaut worden. Es ist anfangs eine Art Tiergarten gewesen für die Aristokratie. Es sind dort verschiedene Fantasieschlösser erbaut worden. Und es ranken sich Legenden um diesen Garten. Es hat Abbilder gegeben, Wirkungen gegeben in der Kunstgeschichte. Karl Blechen hat die Pfaueninsel gemalt, andere Maler. Also es ist ein Stück eigener Berliner Kulturgeschichte, und darin spiegelt sich ein bisschen die Sehnsucht nach dem Süden. Nicht nur, wie ich finde, der preußischen Aristokratie, sondern vielleicht der Menschen auch überhaupt, die hier gelebt haben. Und es ist der Versuch, ein bisschen eine südliche Ideallandschaft im doch letztlich nördlichen Berlin zu errichten. Und erstaunlicherweise hat sich diese Insel bis heute erhalten, wird gepflegt. Es ist auch ein bedeutender Landschaftsgarten. Und ich gehöre ja auch zu den vielleicht Menschen, die immer so eine Südsehnsucht hatten und auch als Germanist mich mit diesem Motiv beschäftigt habe. Und ich musste aber dann nicht unbedingt nach Italien gehen. Wenn man in Berlin ist, kann man auch zur Pfaueninsel fahren. Und dann hat man sozusagen schon eine kleine Italienreise hinter sich gebracht. Ja, ich bin schon einige Mal in Frankreich gewesen, habe auch Lesungen gehabt in Paris, auch in Caen vor vielen Jahren. Und damals habe ich unter anderem auch aus dem Verlorenen gelesen, auch in der Nähe von Paris. In Schulen war ich auch in Frankreich. Also ich habe ein bisschen Erfahrung mit französischen Lesern. Und es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Es hat immer Diskussionen gegeben und Reaktionen gegeben. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt die französischen Leser auf dieses Buch reagieren. Das Thema des Verlorenen hat doch sehr viele Leute interessiert. Das habe ich während der Lesung gemerkt. Das ist ja auch ein bisschen ein universelles Thema. Flucht, Vertreibung, das Kind verlieren und das ist nicht nur spezifisch deutsch oder spezifisch auch ein Thema meiner Familie. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Grunewaldsee letztlich nicht nur ein Berlin-Roman ist, sondern auch eine Geschichte, die man vielleicht auch als jüngerer Mensch in Paris erleben könnte. Auch dort muss man heimisch werden, eine große Stadt. Auch dort wird man Sehnsüchte haben. Und auch dort gibt es, das wissen wir ja, viele Liebesgeschichten. Also insofern ist es auch vielleicht ein universelles Thema. Also ich hoffe, dass das Buch seine Leser finden wird.
Also ich glaube, dass nicht, dass die deutsche Literatur extrem gedankenschwer ist und zerebral, sondern es hat ja so etwas gegeben wie eine Rückkehr des Erzählens schon vor vielen Jahren, in den 70er, 80er Jahren. Es gab Zeiten, da war deutsche Literatur sehr reflektiert, vielleicht auch experimentell oder auch metaliterarisch. Aber ich glaube, das ist lange vorbei. Ich denke, es gibt viel, viel interessante und spannende Bücher, vor denen sich die Leser nicht fürchten müssen, die nicht zu komplex sind oder zu theoretisch oder zu sprachspielerisch. Wobei das natürlich auch legitim und wichtig ist. Aber ich würde sagen, dass, falls das noch jemand denkt, ist es, glaube ich, nicht der Fall. Ich habe ja viele Erfahrungen auch mit jungen Autoren. Ich unterrichte ja junge Schriftsteller in Leipzig. Wir bilden dort Schriftsteller aus. Und da sehe ich immer, dass es ganz verschiedene Typen von Schriftstellern gibt. Es gibt die, die unmittelbar sozusagen versuchen, das Alltagsleben darzustellen, die sehr erlebnisnah schreiben. Aber es gibt auch andere, die natürlich auch Konzepte haben oder auch am Sprachexperimenten interessiert sind. Und ich glaube, am besten ist, wenn diese Vielfalt bestehen bleibt. Also Berlin ist in gewisser Weise immer schon natürlich auch ein Anziehungspunkt geworden, schon auch zu meiner Zeit. Ich bin schon als Schüler, haben wir aus Westdeutschland Schulfahrten nach Berlin gemacht, weil es eben so ein politisch symbolischer Ort war, die geteilte Stadt. Aber es stimmt, nach der Wende ist Berlin, hat sich zu einer modernen europäischen Metropole entwickelt. Die Attraktion der Teilung, die ist nicht mehr da. Aber es gibt anscheinend oder offensichtlich sehr viele andere Attraktionen. Es sind sehr viele junge Leute, kommen nach Berlin. Es gab bisher gute Wohnmöglichkeiten. Es gibt ein reiches kulturelles Angebot. Und ich denke, dass Berlin einfach sich einreiht in die Städte wie London, Paris, New York. Man muss ja zugleich sagen, wir sind als junge Menschen oft nach Paris gefahren. Paris war und ist enorm attraktiv. Aber es war vielleicht umgekehrt, war Berlin vielleicht nicht so interessant. Das hat sich offensichtlich geändert. Französische Besucher, italienische, viele Spanier kommen nach Berlin. Für mich ist es manchmal schon zu voll in Berlin. Aber ich glaube, der Grund ist diese Mischung. Das ist ein Prozess, der auch nicht geplant werden kann. Das hat sich, glaube ich, ergeben. Aber der Hauptpunkt ist wahrscheinlich die Größe der Stadt, die vielfältigen Lebensformen, die man sehen kann, die Internationalität mittlerweile und das kulturelle Angebot. In.